Ja, bei uns ist der David Schneider vom WS Racing Team. David, dein erster VLN-Lauf steht heute bevor. Wie gefällt es dir bisher hier am Nürburgring? Ja, super. Mir gefällt es sehr gut. Ich meine, man ist schon oft hier gewesen zum Zugucken, war auch schon oft im Fahrerlager. Mein Ziel war eigentlich, seit 4 Jahren in der VLN zu fahren, habe mich darauf jetzt, ja, sagen wir mal, vorbereitet, indem ich RCN eine Saison gefahren bin. Ja, und wie du schon sagst, heute das erste Mal VLN. Ich bin guter Dinge. Training hat super geklappt. Ich komme mit dem Auto super zurecht. Jetzt muss man nur zusehen, dass wir im Rennen eine vernünftige Platzierung erfahren. Du hast gerade schon angesprochen, du bist bis dato die RCN gefahren. Wo sind für dich die größten Unterschiede jetzt so für Neueinsteiger von der RCN in die VLN? Größten Unterschiede? Ich sag mal so, der größte Unterschied ist halt, dass man in der RCN nicht mit der, ja, mit der GT3-Fraktion fährt, wobei das meiner Meinung nach auch immer ein bisschen zu thematisiert wird, zu übertrieben wird, weil die Jungs haben einfach so einen Geschwindigkeitsüberschuss. Man muss eigentlich nicht viel Platz machen, die suchen sich ihren Platz. Und ansonsten ist das eigentlich kein großer Vergleich. Gut, bei der VLN fährt man die Grand Prix-Strecke mit, bei der RCN fährt man die reine Nordschleife. Das ist noch ein Unterschied, aber ansonsten ist das identisch. Wenn wir jetzt ein bisschen in die Zukunft schauen, die Saison 2018 deutet sich ja schon langsam aber sicher an. Wie sehen da deine persönlichen Ziele aus? Ja, ich möchte natürlich regelmäßig in der VLN starten, das wäre mein Traum. Und muss man jetzt sehen, was sich über den Winter tut, was Sponsoren angeht. Das steht halt alles noch ein bisschen in den Sternen. Ich muss ein bisschen kurzfristig planen für 2018, aber ich bin da guter Dinge, dass das klappt. Worauf freust du dich heute im Rennen am meisten? Am meisten im Rennen freue ich mich, dass ich eine schnelle Rundenzeit fahren kann, dass das Wetter hoffentlich trocken bleibt. Regen ist nicht ganz so mein Fall. Ja, und dass wir das Auto einfach heil über die Ziellinie bringen nach 4 Stunden. David Schneider, vielen Dank und viel Erfolg für dein erstes VLN-Rennen. Vielen Dank.